Hi, ich bin Stefanie Nagelschmidt und zeige in diesem Video, wie ich schnelle Skizzen im Bleistift beim Urban Sketching erstelle. Hier befinden sich nun die Materialien, mit denen ich meine Bleistiftskizzen zum Urban Sketching erstelle. Da haben wir zum nächsten ein Spiralblock mit weißem Allround-Papier und festem Karton, der nicht durchbiegt, vor allem wenn man gerne aus der Hand zeichnen möchte. Hier sieht man es, wie ich es draußen verwende. Sehr praktisch in der Anwendung und falls mal eine Zeichnung daneben geht, kann man sie auch leicht wieder heraustrennen. Dann ein Lineal, das hier Rollen unten dran hat. Mit dem kann man wunderschön parallele Linien zum Beispiel auf schnelle Weise ziehen. Dann einen Knetgummi, ganz wichtig, wenn man wieder was wegradieren will. Den kann man hier so knautschen, der beschädigt auch das Papier nicht. Und man kann, und auch wenn man möchte, hier kleine Dinge raus und kann dann hier punktweise oder strichweise Sachen wegradieren. Dann zu den Stiften selber. Hier verwende ich sehr gerne ganz weiche Graphitstifte oder Bleistifte. Hier dieser 9B von Greta Color oder hier die Hausmarke von Gerstegger mit 8B, 6B. Die gibt es in allen Variationen bis hin zu 6H. Dann Blackwing, auch ein sehr guter Bleistift. Hat hier hinten praktischerweise gleich noch einen Radiergummi. Dann die etwas härteren Bleistifte für Detailzeichnungen und für die Schlussakzente in einer richtig schwarzen Farbe, weil Graphit ist ja in der Regel gräulich, von Faber-Castell diesen Polychromos in Schwarz. Dann ganz wichtig, mein Liebling, der Verwischer, zeige ich nachher warum. Und noch einen Radiergummi hier in Stiftform, mit dem man in kleine Bereiche ausradieren kann. Ich selbst bevorzuge es, im Stehen zu zeichnen, mit einer selber gemachten Staffelei. Ein leichtes Fotostativ von Rollei und eine aufklappbare Auflage, die ich aus zwei leichten Holzbrettchen gefertigt habe und nun mit einem Schnelladapter auf das Stativ anbringen kann. Den Zeichenblock befestige ich mit einfachen Hammerkopfklammern, so bleibt auch bei Wind alles stabil. Mein Mäppchen und andere Utensilien befestige ich mit Klettband sicher auf meinem Malbrett. Als Motiv habe ich mir heute den Max Eitzee bei Stuttgart ausgesucht. Am Beispiel dieses Graureihers, der mich am Max Eitzee beim Malen begleitet hat, möchte ich meine Schnellzeichenmethode kurz zeigen, bevor ich an das Motiv selbst gehe. Mit einem weichen 9B-Stift zeichne ich nur die Umrisse, die ich wahrgenommen habe. Dann nehme ich den Verwischer zur Hand und schaffe damit in Kürze Schattierungen, die das Tier gleich etwas plastischer erscheinen lassen. Noch ein paar Details. Und fertig. Es geht hier schließlich nur um Eindrücke, die man schnell festhalten will. Oft ist der erste Strich der schwerste, denn man weiß nicht so recht, wo man eigentlich anfangen soll. Der erste Schritt besteht für mich deshalb darin, zunächst einen Rahmen auf das weiße Papier aufzuzeichnen. Er gibt mir Halt während des Zeichnens und hilft mir, mich auf mein Motiv zu konzentrieren. Dann lege ich die Horizontlinie fest und in der Regel einen Fluchtpunkt mit den entsprechenden Fluchtlinien. Das soll mir ganz grob eine perspektivische Orientierung geben. Motive im Hintergrund sind kleiner und werden größer, je weiter sie in den Vordergrund kommen. Ich beginne gern mit dem Hintergrund und arbeite mich nach vorne. Hier ist übrigens auch der Graureiher von vorhin zu sehen. In einer Skizze hat man auch die Freiheit, Dinge wegzulassen oder hinzuzufügen. Es geht hierbei nicht um eine akribische Abbildung, sondern darum, eine Stimmung, eine Situation mit wenigen Strichen einzufangen. Hier habe ich zum Beispiel nur drei der Boote am Steg herausgenommen, das reicht völlig aus. Dafür war mir der Graureiher wichtig, die Segelboote im Hintergrund und die spiegelnde Wasserfläche. Im Hintergrund deute ich die Baumreihe nur grob mit einer Fläche an. Je weiter weg die Motive sind, umso unstrukturierter sollten sie wirken, je näher, desto mehr Details sollten enthalten sein. Ist alles soweit gezeichnet, kommt mein Verwischer in Aktion. Hier schaffe ich nun in Kürze Tonwerte und kann hier im Bild schnell Akzente mit Grauwerten setzen, um damit mein Bild zu gestalten. Eine farbige Landschaft in Grauwerte umzusetzen, ist übrigens für jeden eine große Herausforderung. Was ist hell, mittel, dunkel?
Solche Skizzen schulen das Auge hervorragend. Je öfter man übt, desto besser kann man solche Herausforderungen bewältigen und es fällt einem immer leichter, die richtigen Akzente zu setzen und komplexere Motive anzugehen, zum Beispiel noch bewegliche Motive wie Tiere oder Menschen hinzufügen. In der Regel ist der Vordergrund am kontrastreichsten und hat die meisten dunklen Töne. Je weiter weg das Motiv ist, umso heller wird es. Dadurch schafft man auch eine räumliche Dimension. Bleistiftaufträge sind ideal für Skizzen, denn sie können schnell wieder korrigiert werden. Mit dem Knetgummi kann man breitflächig Tonkorrekturen vornehmen und in anderen Bereichen lässt sich schnell ein Bereich mit dem Stift und Verwischer wieder nachschwärzen. Dieser Vorgang ist immer wiederholbar, bis alles passt und man zufrieden mit seinem Werk ist. Am Schluss fügt man noch mit einem härteren Bleistift oder schwarzen Farbstift Details wie Vögel am Himmel, die Bojen, die Segelschiffe mit dem Hintergrund, den Schatten am Steg und so weiter noch ein und fertig ist eine schnelle Skizze. So eine Skizze kann entweder alleine stehen oder als Vorlage für ein Aquarellbild dienen. Hier können die erarbeiteten Tonwerte eine nützliche Hilfe für das Anlegen von Farbwerten sein. Danke fürs Zusehen. Mehr Videos zu diesem und anderen Themen rund ums Malen und Zeichnen findet man auf meinem YouTube-Kanal und meiner Website. Abonnieren bitte nicht vergessen und tschüss, bis zum nächsten Mal.